Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, lieber Herr Professor Boos, ich nehme jetzt einfach noch mal raus, noch zwei andere Personen zu nennen, weil Sie aus der Anfangszeit dieser Bildungspartnerentwicklung einen großen Beitrag geleistet haben. Das ist die Frau Möllers, die hier vorne sitzt, von der Staatskanzlei. Und das ist der Herr Dr. Menzel vom Städte- und Gemeindebund, der damals vor 5 Jahren, also in 2005, als wir zum ersten Mal diese Idee der Bildungspartner vorgestellt haben, sofort gesagt hat, als Vertreter seines Kommunalen Spitzenverbandes, das ist eine gute Idee, die möchten wir gerne unterstützen. Und das, was wir jetzt hier entwickelt haben im Laufe der Jahre, ist überhaupt nur denkbar durch diese Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Kommunen und der Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Herr Professor Boos, Sie haben viele Themen angesprochen. Ich persönlich muss sagen, was mich am meisten bei den internationalen Vergleichsstudien schockiert hat und irritiert hat und bis heute bewegt, ist die Tatsache, dass unser Schulerfolg, der Schulerfolg der Kinder doch stark von den sozialen Milieu und von der Herkunftsfamilie abhängt. Und da, denke ich, ist unsere Bildungspartner-Idee auch von beseelt. Wir möchten nämlich das den Kindern anbieten, an kultureller Bildung, an Unterstützung im Lernen mit Medien, mit Volkshochschulen, Medienzentren und so weiter, was sie nicht ohne weiteres in ihrem familiären Umfeld sonst an Unterstützung erhalten würden. Und ich denke, gerade die Schule kann nicht alles leisten, aber gemeinsam mit den kommunalen Kompetenzen und den kommunalen Einrichtungen ist sehr viel mehr möglich. Und ich verbinde ganz persönlich die Hoffnung damit, dass diese Bildungspartnerschaften in dieser Hinsicht kompensatorisch wirken können und den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten des Lernens anbieten, die sie sonst wirklich nicht hätten. Ein paar Zahlen jetzt einfach zu Beginn. Ich versuche es dann auch kurz zu machen, damit Sie Ihre verdiente Kaffeepause auch erhalten. Ist ein bisschen knapp jetzt geworden. Sie sehen hier, dass die Entwicklung der Bildungspartnerbeteiligung seit 2005, seit dem Start, kontinuierlich gewachsen ist. Und wir sind heute bei 133 Kommunen, in denen dieses Modell der Bildungspartnerschaften in der einen oder anderen Form praktiziert wird. Wenn man die Bildungspartner-Einrichtungen sieht, dann sieht man, dass wir schon 136 Bibliotheken haben, die dort mitmachen, 11 Volkshochschulen und 13 Museen und 54 Medienzentren. Seit dem letzten Bildungspartnerkongress 2007 sind die Bildungspartner Volkshochschule und Museen hinzugekommen und jetzt auch die der Medienzentren. Und ich glaube auch, die Entwicklung wird weitergehen. Es gibt auch schon Gespräche mit anderen Verbänden, die dort gerne in diese Richtung auch ihre Arbeit und ihre Einrichtung profilieren möchten. Zu der Zahl der Schulen, das sind 35 Berufskollegs, 65 Gesamtschulen, 158 Hauptschulen, 150 Gymnasien, 112 Realschulen, 96 Förderschulen und 725 Grundschulen. Ich habe diese Zahlen extra aus unserer Befragung mal rausgenommen, weil ich denke, Sie sitzen hier als Vertreter dieser Einrichtungen, der Schulen und der Kommunen. Und ich verstehe das ein bisschen so, nicht nur wie so ein Fachkongress, wo ein interessiertes Publikum anwesend ist, sondern Sie sind ja alle in Bezügen, in Verantwortung, Sie handeln vor Ort in diesem Feld. Und insofern finde ich, das muss ich mir immer wieder neu vorstellen, wie viele Einrichtungen, wie viele Menschen in Nordrhein-Westfalen in diese Richtung arbeiten. Und das gibt uns dann auch Mut und dann kann man sich ja besser vorstellen, wie die Wirkung vor Ort sein kann. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Fachliches sagen zu diesen Bildungspartnerschaften, die wir bisher haben. Aber ich kann natürlich nicht die gesamte Palette Ihnen vorstellen. Die Zusammenarbeit mit den Bibliotheken, da möchte ich nur einen Aspekt jetzt mal herausgreifen. Das ist der Medienboxen. Bibliotheken können Medienboxen zusammenstellen, die auf Anfrage oder auch vorbereitet, die speziell für ihren Unterricht bereitgestellt werden. In diesen Medienboxen sind aber normalerweise, das ist klassische Arbeit in der Bibliothek, natürlich nicht 30 gleiche Medien, sondern 30 verschiedene Medien zu einem Thema. Das bedeutet, dass wir den Schülerinnen und Schülern mit dieser Unterstützung vielfältige Zugänge zum Thema anbieten können. Wir haben ja eben schon von Ihnen allen gehört, wie wichtig die individuelle Förderung ist, wie wichtig es ist, dass wir Lernen individuell organisieren. Das setzt aber voraus, dass wir den Schülern auch Angebote machen können, dass sie ihren eigenen Zugang zu diesem Thema auch finden können und individuelle Lernwege gehen können.
Wir müssen also in dieser Hinsicht natürlich schauen, wenn Heterogenität Tatsache ist, und das ist für mich auch schon längst klar. Ich glaube, also meine Frau ist Lerntherapeutin und dann ist immer jedes Kind ist ein Individuum. Man muss immer genau schauen, was kann dieses Kind, was braucht dieses Kind an Unterstützung. Und wenn wir den Unterricht so gestalten, aus der Perspektive der Kinder, dann ist das aus meiner Sicht das, was wir in Nordrhein-Westfalen im Schulgesetz, Frau Ministerin, ist das mein Verständnis von Unterrichtsentwicklung, diesen Kindern diese Möglichkeiten im Unterricht zu bieten und sie dazu unterstützen. Also ist die Zusammenarbeit mit der Bibliothek nicht nur eine Frage der Versorgung mit Medien und auch eine Frage der Recherchekompetenz, das kommt noch dazu, sondern es ist eine Gelingensbedingung für Leseförderung und Individualisierung im Unterricht. Zweite Bildungspartnerschaft, die ich jetzt herausgegriffen habe, das ist die Medienzentrum und Schule. Da möchte ich auch einen Aspekt herausgreifen, nämlich den der Versorgung mit Medien. Klassische Aufgabe, klar, der kommunalen Medienzentren, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben einen elektronischen Dienst, der nennt sich Edmond. Elektronische Distribution bedeutet das, nicht zu verwechseln mit einem Vornamen. Edmond ist ein Angebot, bei dem man qualitativ hochwertige Medien bequem von zu Hause aus recherchieren kann, auf seinen Rechner herunterladen kann, vorbereiten kann für seinen Unterricht. Man braucht nicht hingehen, um etwas abzuholen. Es ist auch nie etwas ausgeliehen. Man braucht es auch nicht zurückbringen. Das ist ein sehr komfortabler Dienst. Und der hat einen Aspekt, bringt einen Aspekt mit für Schule, für Lehrerinnen und Lehrer, die ja wie Jäger und Sammler immer auf der Suche sind nach entsprechenden Materialien, der Entlastung bringt. Ich habe jetzt mal nicht die Aspekte von Lesen und von Medienkompetenz in den Vordergrund gestellt an dieser Stelle hier, sondern möchte darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit mit Bildungspartnern auch Entlastung, Qualität und Entlastung bringen kann. Frau Ruschow-Thaler hat ja sehr anschaulich die Zusammenarbeit von Museen und Schule dargestellt, aus ihrer eigenen Anschauung auch heraus. Und kulturelle Bildung als solche muss sich eigentlich auch nicht unbedingt von den Richtlinien her ableiten. Sie hat auch einen eigenen Stellenwert. Aber wenn es uns gelingt, diese Zusammenarbeit auch noch fachlich zu sehen, unterrichtlich miteinander zu verbinden, dass das, was man im Geschichtsunterricht erreichen will, man nicht nur über das Buch lernt, sondern auch anschaulich über Exponate und im Kontakt mit außerschulischen Partnern, die dort die Schüler unterstützen können, dann können wir mit allen Sinnen lernen, dann können wir Kinder ganzheitlich ansprechen und bieten ihnen Chancen, sich selbst zu bilden und sich selbst zu finden. Kulturelle Bildung, man muss sich ja selber finden. Wer bin ich in dieser Kultur? Wie stehe ich dazu? Das ist natürlich auch eine Frage, was den Migrationshintergrund von Kindern angeht. Man muss ihnen ja auch eine Chance der Auseinandersetzung mit Kultur bieten, in und außerhalb der Schule. Volkshochschule, Weiterbildung. Da möchte ich den Xpert-Schule NRW herausgreifen. Das ist nicht nur ein Computerzertifikat, was die Volkshochschulen anbieten, sondern auch Arbeitsmarktfitness. Das sind Sprachenzertifikate, interkulturelle Kompetenz. Es ist die Chance, dass die Kinder, gerade die Schulabgänger, nicht nur ein Zeugnis hinterher vorweisen können, sondern auch zeigen können, ich habe mich noch darüber hinaus engagiert. Ich habe Kompetenzen erworben, die ich ja hier auch in einem Zertifikat nachweisen kann, die im beruflichen Kontext wichtig sind. Ich habe bewiesen, dass ich mich ganz persönlich engagiere für meine eigene Zukunft. Also das sind dann Kompetenzen und die Botschaft, ich bin individuell engagiert und bereite mich darauf vor. Xpert-Schule NRW, die Vorbereitung auf solche Zertifikate führt natürlich auch innerhalb der Schule zu Rückwirkungen, die dazu führen, dass das, was in der Vorbereitung darauf gelernt wird, natürlich auch selber wieder schulisches Lernen unterstützen kann. Und die Ausbildungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern, die unsere Schulen verlassen, erhöhen kann. Lernen fürs Leben. Wir führen jedes Jahr eine Befragung durch und in dieser Befragung der Bildungspartnereinrichtungen habe ich einfach nur mal drei Zitate jetzt mal herausgegriffen. Bildungspartnerschaft ist in der Kommune ein fester Begriff geworden. Das spüre ich auch, das sehe ich auch heute hier. Und hat an Akzeptanz in Schule, Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gewonnen. Und das habe ich einfach mal auch mit hineingenommen, es hat auch diesen Aspekt, dass Partnerschaft sich entwickelt und Zusammenarbeit sich entwickelt und man sagt, das möchten wir auch nicht nur praktizieren, das möchten wir auch feiern. Für mich und für uns bedeutet das, jeder Partner, der mitmacht, schärft sein Profil als Partner von Schulen.
Mit der Marke Bildungspartner kann er mit diesem geschärften Profil von Schulen eher als Partner erkannt werden und verstanden werden. Das Verstehen werden ist gar nicht so selbstverständlich, wie sich das anhört, denn beide Seiten, die kommunalen Einrichtungen, denken eigentlich anders, als Schule denkt. Und Frau Ministerin, Sie haben das ja auch angesprochen, wir müssen aufeinander zugehen, die beiden Seiten müssen lernen, auch so zu denken, wie der Partner denkt. Und die Marke Bildungspartner NRW kann dabei helfen und ist zum Beispiel eine Brücke zu den Strukturen auch, die auch Professor Boos angesprochen hat, zu den regionalen Bildungsnetzwerken. In dem Gespräch, was wir mit einem Verbandsvertreter jetzt letztens hatten, mit mehreren Verbandsvertretern hatten zur Bildungspartnerschaft, da wurde dann Folgendes gesagt, und das war mir auch noch nicht so klar. Er sagt, wir brauchen diese Marke Bildungspartner NRW, weil sie uns hilft, auch in den regionalen Bildungsnetzwerken als Partner von Schule besser erkannt und wahrgenommen zu werden und angesprochen zu werden. Und deshalb habe ich jetzt hier einfach mal ein ganz einfaches Bild hier auf, weil das sicherlich eine Frage ist, die Sie alle auch so bewegt. Wie passen diese Aspekte eigentlich zueinander? Wir meinen, dass die Bildungspartner mit ihren spezifischen fachlichen Leistungen, Unterstützungsleistungen für Schule in der Kooperation haargenau in diese Struktur, die vom Land und den jeweiligen Städten und Kreisen verabredet ist, fachlich hineinpasst. Es ist keine eigene Struktur, es ist ein fachliches Angebot, da sind Initiativen zur Kooperation der Einrichtung mit Schule. Und wenn es die regionalen Bildungsnetzwerke nicht gäbe oder wenn die nicht in der Entstehung wären, müssten wir als Medienberatung NRW uns eigentlich überlegen, wie könnten wir sowas initiieren. So gesehen passt das wunderbar zueinander und auch die Kompetenzteams, die habe ich jetzt einfach mal dazu genommen, auch die Kompetenzteams passen dazu. Sie sind Partner in diesem Bildungsnetzwerk, sie bringen eine eigene Struktur mit, sie haben einen staatlichen Auftrag, den Auftrag der Lehrerfortbildung und das regionale Bildungsnetzwerk ist eine Struktur und die sind aufeinander bezogen. Dieses Bild, denke ich, haben wir einfach mal den Versuch gemacht, Ihnen zu zeigen, wie das alles, wenn man sich da genauer mit beschäftigt, haargenau zueinander passt und sich wunderbar ergänzt. Und ich habe jetzt auf der Schnittstelle zwischen Kompetenzteam und den Bildungspartnerschaften, zwischen Fortbildung und den Leistungen der Bildungspartner mal ein paar Felder einfach aufgemacht. Es geht um Kompetenzorientieren, Lesen, Recherchieren, Verstehen von Texten, systematische Medien- und Lernkompetenzen. Das ist auch genau das, was wir mit den Kernlehrplänen ja wollen. Unterrichtsentwicklung in den Fächern durch differenzierte Medien und sonstige Unterstützungsangebote für lebendiges und ganzheitliches Lernen. Und es geht um individuelles Lernen und individuelle Förderung. Viele Zugänge zum Thema, Lernwege, Begabungen fördern und alle Kinder stützen. Das ist dieser Gedanke, dass Schule in der Partnerschaft mit den kommunalen Einrichtungen mehr leisten kann, Kindern etwas anzubieten, was sie aus ihrem familiären und sonstigen Umfeld heraus nicht unbedingt angeboten bekommen. Potenziale partnerschaftlich nutzen, lernen. Das ist eine Botschaft, die ich hier damit Ihnen geben möchte. Und schließe ab mit dem Bild der Kinder, denn darum geht es ja eigentlich. Es geht um die Kinder und Jugendlichen, es geht um die Schülerinnen und Schüler und es geht darum, dass das, was wir gemeinsam hier vorbereiten, ihnen auch wirklich am Ende hilft. Sie sehen, sie sind lebendig, sie sind in Bewegung, Tatendrang, sie wollen was tun, sie auch, und haben eine Pause verdient.